Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Frau Libelle. Heute möchte ich euch was verkünden. Wir bekommen ein neues Kind in unsere Gruppe. Darf ich vorstellen? Das ist Greta. Hallo. Hallo, Greta. Greta ist mit ihren Eltern neu hierher gezogen. Ich möchte, dass ihr alle nett zu ihr seid. Ja, machen wir. Greta, setz dich hier auf den freien Platz. Wir fangen jetzt mit unserer morgigen Begrüßungsrunde an. Wer von euch kann mir sagen, welchen Wochentag wir heute haben? Ja, Viola? Freitag. Ja, das ist richtig. Und wer weiß, welchen Wochentag wir gestern hatten? Ja, Greta? Donnerstag. Ja, das ist auch richtig. Und welche Jahreszeit haben wir denn? Mariella? Wir haben Sommer, Frau Libelle. Sehr gut. Dann singen wir jetzt unser Begrüßungslied. Danach könnt ihr frühstücken und dann raus zum Spielen. Ja! Guten Tag, guten Tag, wir winken uns zu. Guten Tag, guten Tag, erst ich und dann du. Die Viola ist da, hallo Viola. Der Blitz ist da, hallo Blitz. Die Mariella ist da, hallo Mariella. Erwin, du bist dran mit Zählen. Ich? Wieso denn ich? Immer muss ich zählen. Na gut. Okay, 1, 2, hey, versteckt 3, 4. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Wo soll ich mich denn nur verstecken? 6. Hey, hier bin ich schon. Oh, es tut mir leid. Dann vielleicht dort. Ja, hier ist es gut. Ich hab das beste Versteck. Hier findet mich Erwin nie. 100, ich komme, versteckt oder nicht. Wo könnten sie sein? Hier vielleicht? Hab ich dich. Oh, keiner ist auf die Idee gekommen, sich hier zu verstecken. Dich hab ich auch. Ach, Menno. Hab ich dich. Wer fehlt denn noch? Ah ja, jetzt weiß ich, wer fehlt. Hab ich dich. Hey, hallo, spielt ihr Verstecken? Siehst du doch, oder? Darf ich vielleicht mitspielen? Nein, darfst du nicht. Oh, warum denn nicht? Wir kennen dich überhaupt nicht. Aber ihr könnt mich doch jetzt kennenlernen. Trotzdem nein, du passt nicht zu uns. Du siehst ganz anders aus als wir. Schade. Das war aber ganz schön gemein von dir. Warum gemein? Wir sind doch schon genug. Außerdem kennen wir sie überhaupt nicht und sie sieht so anders aus. Na und? Das ist doch egal. Vielleicht ist sie nett. Mir ist das nicht egal und ich bestimme hier, nicht du. Also, wer ist dran mit Zählen? Ich habe keine Lust mehr auf euer Spiel. Ich gehe zu Greta. Aber das kannst du doch nicht machen. Doch, kann ich. Dann sind wir keine Freunde mehr. Okay, ich komme auch mit. Das war nämlich total gemein von dir, sie so auszuschließen. Dann geh doch. Ich komme auch mit. Ich auch. Geht doch alle. Ist mir doch egal. Solche Freunde wie euch brauche ich nicht. Ein Tier wurde noch nicht gefunden. Haben die mich vergessen? Wie lange muss ich hier denn noch sitzen? Hallo, habt ihr mich vergessen? Oh ja, es tut uns leid. Ist schon okay. Komm, setz dich zu uns. Wir überlegen, was wir spielen wollen. Oh oh. Was ist? Schnell, bringt euch in Sicherheit. Wir müssen hier schnell weg. Es ist ein Drache. Wir müssen uns in Sicherheit bringen, bevor er einen von uns wegschnappt. Was? Geschnappt? Wieso denn das? Es ist jetzt keine Zeit für Fragen. Schnell weg hier. Geschafft. Oh nein, guckt nur. Mariella sitzt da ganz allein und schutzlos. Und jetzt kommt der Drache wieder. Er wird sie sich sicher schnappen. Hilfe, Hilfe, helft mir doch. Dann müssen wir ihn aufhalten. Ja, aber wie denn? Zusammen sind wir stark. Wenn wir alle mit Steinen nach dem Drachen werfen, fliegt er bestimmt weg. Also los! Juhu, er fliegt weg! Ja, wir haben es geschafft. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Und es tut mir leid, dass ich so ungerecht zu Greta war. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich möchte wieder eure Freundin sein. Entschuldigung angenommen. Also gut, aber es wird nie wieder jemand ausgeschlossen. Versprochen! Mensch, war das ein verrückter Traum. Abonnieren nicht vergessen! Hallo Kinder, wenn ihr das Video bis Ende gesehen habt, schreibt eine 4 in die Kommentare.